sie hat auch gerade erst geheiratet. Diesen Typen da hinten. Ja, stimmt, wir sind ja sogar hier am Anfang in einer Kirche. Jetzt fällt es mir erst auf. Also wir haben sozusagen die Heirat gestört. Kapet! Muss ich was wissen? Ist das deine Ex-Freundin? Irgendwie cute, wie sie ihre Oberweite schützt. Da ist nichts verrutscht. Mach dir keine Sorgen. Und wenn, ist auch nicht so schlimm. Ich war zwischenzeitlich im Urlaub auf Jamaika. Und was macht man nach einer Woche Erholung? Richtig, sie direkt wieder zunichte mit Let's Play Cuphead. Daher willkommen zurück. Wir wollen uns jetzt als allererstes die dritte und letzte Ulti im Mausoleum Nummer 3 besorgen. Und ich sehe schon, hier geht's direkt am Anfang zur Sache. Das wird wohl nicht einfach, diese dritte Superkunst zu bekommen, was auch immer es für eine sein wird. Bestimmt treffen wir auch wieder auf neue Geisterarten. Die Opis und diese kleinen Mädchen, die sich kreisförmig bewegen, wurden ja beim zweiten Mausoleum eingeführt. Und was ist das für einer? Oh, okay, der teilt sich in zwei kleinere auf. Holy shit, das war gerade mehr als nur knapp. Keine Ahnung, wie ich das noch geregelt habe. Oha. Auch gut, dass man den Boden überhaupt berühren darf, ne? Weil sonst wäre das wirklich etwas zu knapp. Holy shit. Ich hoffe, das geht nicht mehr zu lang. Weil hier wird es wirklich ernst. Nein, weg da. Oh, okay. Hier ist man tatsächlich ständig unter Druck, aber wir haben es geschafft. Urlaub hat gut getan. Gott sei Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Diese verdammten Geister hätten mich fast erledigt. Hier ist die letzte magische Superkunst, die ich für euch gefunden habe. Tja, Zeit abzuschwirren. Viel Glück. Ja, sie möchte sich das hier nicht mehr geben. Kann ich gut verstehen. Und was ist die dritte Superkunst? Ich glaube, es wird kein Angriff sein, weil ich habe so das Gefühl, die möchten die Superkünste alle besonders machen. Das hier ist ja ein Angriff. Hier haben wir Unverwundbarkeit. Und Riesengeist. Steuere parallel Geist und Körper, um größten Schaden zuzufügen. Ah, ich kann mich also sozusagen duplizieren. Aber es kommt drauf an, wie das funktioniert. Es könnte auch Trash sein. Vor allem ist auch die Frage, habe ich dann zwei Schwachpunkte? Also kann mein Körper und mein Geist Schaden nehmen? Wir werden es herausfinden. Hier gibt es jedenfalls noch eine geheime Goldmünze. Damit fehlt uns, glaube ich, auch nur noch eine einzige Coin und wir haben alle. Ihr glaubt, ihr säßet in vielfarbigen Schwierigkeiten, oder? Wie wär's, wenn ich euch verrate, wie ihr in Grautönen sehen könnt? So wie nur ein pazifistischer Zocker sehen kann. Würdet ihr brutalen Tässchen mir glauben, wenn ich's euch sage? Das frage ich mich. Da gab's doch so einen Modus für, oder? Weiß nicht, ob man den erst freischalten muss? Aber ich glaube, dafür gab es eine Einstellung. Die Frage ist auch, warum sagt er es mir nicht, obwohl er es angekündigt hat? Nochmal mit ihm sprechen bringt auch nichts, seltsam. Naja, gut. Dann auf zum nächsten Bossgegner. Nur, wer ist das? Hier ist ein Theater. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Ludwig hat euch also sein Weniger ist mehr eingetrichtert, wie? Wenn ihr weiter mit ihm redet, hört ihr nie wieder normal. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ah ja. Okay, dann treten wir mal ein und kämpfen gegen Doris Diva im Theater Turbulenz Level. Oha, die erinnert mich irgendwie an jemanden. Bin mir nicht sicher, aber war nicht dieses Girl aus Popeye so ähnlich, nur hatte schwarze Haare? Doch, doch, ziemlich sicher ist es sie.
Dass sie sich so frei bewegen kann, gefällt mir überhaupt nicht. Das macht sie wirklich sehr gefährlich. Die ist auch total abgehoben, weil sie offensichtlich ziemlich reich ist. Zweite Phase haben wir im ersten Versuch schon mal erreicht, aber ich denke, allzu viel weiter kommen wir nicht. Ich glaube, man kann ihre Geschosse auch nicht zerstören. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, aber schon mal ganz gut die Hälfte erreicht. Es bleibt spannend. Ach, sie hat auch gerade erst geheiratet. Diesen Typen da hinten. Ja, stimmt, wir sind ja sogar hier am Anfang in einer Kirche. Jetzt fällt es mir erst auf. Also wir haben sozusagen die Heirat gestört. Kapet! Muss ich was wissen? Ist das deine Ex-Freundin? Oh, man kann auf diesem Engel stehen. Das wusste ich jetzt nicht. Das hat mich leider auch ziemlich irritiert. Aus dem Grund leider ein Leben recht schnell verloren. Aber eine Verbesserung im Vergleich zum ersten Versuch ist dennoch zu sehen. So, und jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Hä? Okay, irgendwie ist die Ulti anders, als ich erwartet habe. Ich habe jetzt eher gedacht, dass da halt ein Geist erscheint und wir dann gemeinsam schießen. Über die doppelte Kraft sozusagen. Und dass man dann mehr Schaden machen kann, wenn man immer trifft, als mit dem Energiestrahl. Oh ja, doch, bleiben wir mal bei Autoschuss. Aber das war jetzt gerade irgendwie etwas seltsam. Oh! What the fuck? Komm schnell, neue Ulti! Ah! Ich bin sehr vorsichtig gerade. Wären alle Karten aufgeladen, auf jeden Fall. Ah. Wir machen das nochmal. Aber ich weiß nicht. Ist das wirklich einfach nur ein stärkerer Energiestrahl? Weil ich habe halt nicht den Eindruck. Oh no. Mmh. Ah, so unglücklich. Ey, aber die können wir gut schaffen. Die können wir gut schaffen, wenn wir diese unnötigen Fehler weglassen, die ja in den ersten Versuchen noch normal sind. So schwer ist sie nicht. Bin da ganz guter Dinge eigentlich. Ja, okay, das darf halt nicht passieren. Sie hat mich da gut eingekesselt. Ich glaube, ich hatte da aber keine Möglichkeit mehr, ohne Schaden rauszukommen. Man muss halt häufiger auch mal auf diesen Autoschuss wechseln. Gerade wenn sie springt. Weil dann treffe ich ja mit dem Lupfer eh nicht. Herz musste ich jetzt skippen. Das ist natürlich schade, weil es kostet mich eine Karte. Aber wenn sie nett ist, wirft sie mir noch mehr Küsse zu. Jetzt wird es langsam Zeit, die erste Phase zu überleben, ja? Okay. Hier habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen mehr random wird, aber auch nicht dramatisch. Also da hatten wir schon Gegner, bei denen war es schwieriger. Ja, der Geist verfolgt mich auch. Nee, ganz ehrlich, ich werde diese Ulti wechseln. Die gefällt mir nicht. Selbst... Oh. Selbst wenn sie mehr Schaden macht. Ich behaupte mal, hätte ich jetzt den Energiestrahl gehabt, dann hätte ich es geschafft. Aber jetzt mit einem Leben wird es halt schwierig. Was macht der Planet? Ist der einfach nur so eine... Also ein Spike? Ich glaube, man kann den auch beseitigen. Oh ja, da kommt ein Stern raus. Die Welle kommt immer komplett auf mich zu. Und die Blitze sind am gefährlichsten, würde ich sagen. Auch so natürlich mit dem Lupfer treffen. Das macht dann deutlich mehr Damage. Ja, letzte Phase. Hier werde ich ja auch verfolgt von diesem Schirm.
Und die Rosen schmeißt sie runter. Müssen wir aufpassen. Nicht zu hoch springen. Sich immer schön Platz verschaffen. Und doch noch besiegen. Na, das war doch wirklich gut machbar. Dafür, dass sie so weit hinten gelegen ist, war sie eine der einfacheren Bosse des Spiels, muss ich sagen. Aber das Erste, was ich tun werde, ist direkt wieder die Ulti wechseln. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob die jetzt besser ist als die Superkunst 1, aber ich hab nicht den Eindruck. Zumindest nicht für meinen Spielstil. Man muss halt wirklich nah an den Gegner ran und dadurch, dass der Geist einem folgt, ist es nicht ganz so positiv. Okay, dann versuchen wir mal die letzte Münze zu bekommen. Oha, Überraschung! Laut meinen Recherchen befindet sich die letzte Münze beim Finale und diese Sidequests, wo ich zumindest dachte, dass sie welche wären, sind gar keine. Es sind einfach nur Konversationen. Also diese traurigen Sänger-Clowns oder auch die Charaktere hier in dieser Welt, die so leichte Anspielungen machen, als würden sie Hilfe benötigen, die geben einem gar nichts. Schade irgendwie, aber ja, gut. Dann machen wir eben hiermit weiter. Carla Maria in Raue See. Die habe ich tatsächlich übersehen. Und jetzt bei der Recherche gefunden. Oh, eine Meerjungfrau. Gar nicht mal so hässlich. Können wir sie nicht irgendwie überreden? Oh. Dass wir gemeinsame Sache machen können? Bestimmt nutzt sie auch noch gleich ihre weiblichen Reize. Oder schickt ihre Verehrer vor. Okay, der Angriff ist böse. Weil du musst halt einerseits den Kugelfischen ausweichen und andererseits den Piraten. Was soll das werden? Das Wasser macht mir keinen Schaden, aber verändert meine Position und macht es mir schwieriger auszuweichen. Also der Versuch ist natürlich erledigt. Aber auch das war schon die Hälfte. Okay, jetzt brauche ich halt eine gute Taktik. Vor allem für die Kugelfische und den Wasserstrahl. Der Rest ist in Ordnung bisher. Und können wir mal hervorheben, wie absolut geil der Hintergrund aussieht. Lost. Finde ich sehr hübsch. Genauso wie sie. Nein, im Ernst, ich hoffe, dass sie sich am Ende dann doch noch mit mir verabredet. Zwei Karten. Drei sogar! Okay, und der große Fisch springt immer relativ niedrig nach unten. Ah, Mann! Nein! WTF! Das ist einfach nur maximal schief gelaufen. Ja, aber da brauche ich noch ein paar Versuche, um mir da eine Taktik bereitzulegen. Boah, das war richtig schlecht. Oh nein, oh nein! Ah, okay, die Piraten nach unten locken oder nach unten locken und dann nach oben dashen oder entgegengesetzt funktioniert ganz gut, weil sie alle gleichzeitig zu meiner Zielposition aufbrechen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn währenddessen die Kugelfische aufsteigen. Ah, da brauchen wir echt ein bisschen Glück und schade, dass ich genau jetzt beim Phasenwechsel gestorben bin. Es war sehr knapp, aber man kann sagen, sie ist eine der stärkeren Bosse. Auch weil man es nicht richtig einstudieren kann, sondern ja, ihre Moves variieren halt leider. So, in der Phase relativ nah ran. Jetzt aufpassen. Kommen die Piraten? Ja, dann müssen wir halt nach oben dashen. Leider trotzdem einmal Schaden gefressen. Belastend. Dafür aber auch schon eine Ulti abgefeuert. Die Stachelkugel ist das zweitekligste. Da weiß ich auch noch nicht ganz, wie ich mich verhalten sollte. Mann.
Wasser und Pirat ist aber auch eklig, weil du kannst dann nicht nach unten dashen. Wie soll man denn gegen die kämpfen? Die ist wirklich sehr variabel. Stand jetzt weiß ich noch nicht, wie ich mein Gameplay improven könnte. Kann man erkennen, wann sie die Piraten losschicken? Doch, oder? Sie macht zwar immer relativ ähnliche Bewegungen, aber es ertönt noch so eine Hafenglocke im Hintergrund. Ich glaube, das war bei den anderen Angriffen nicht so. Kann man sich ja mal merken. Okay, das läuft gut. Irgendwie cute, wie sie ihre Oberweite schützt. Da ist nichts verrutscht. Mach dir keine Sorgen. Und wenn, ist auch nicht so schlimm. Ah, Mann! Ausweicher war gut, aber direkt in so eine Rakete rein. Das ist natürlich nicht nice. Okay, ich habe jetzt aber, glaube ich, die zweite Phase erreicht. Kann das sein? Nein? Schade. Come on! Mann, hör auf! Jetzt. Oh, okay, die Aale habe ich noch nie gesehen. Sie wurde zu Medusa. Ach, das macht keinen Schaden, das stumpt mich nur. Okay, dafür kommt jetzt aber noch mehr Spam! Wie soll man denn dem bitte ausweichen? Ah, man kann die Aale besiegen. Ja, das wird der Schlüssel sein. Es dürfen nie zu viele auf dem Feld sein. Jetzt, Ulti. Oh, what the f... What? 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 Sowas gab's ja auch noch nie. Oh, das ist so gemein. Aber komm, das ist, glaube ich, ihr letztes Leben. Ja! Der Violinenspieler ist nice. Einer der kreativsten Bosse. Und in den ersten beiden Phasen auch ziemlich unberechenbar. Da braucht man ein bisschen Glück. Wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Und sie nach einigen Versuchen besiegt. Die Frage ist, was kommt jetzt? Hier hinten ist nämlich das Casino des Teufels. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.